Ja, wunderschönen guten Morgen nochmal von meiner Seite. Wisst ihr, bekennende Christen des 21. Jahrhunderts stellen sich die erstaunlichsten Fragen über die Gemeinde und kommen zu ganz unterschiedlichen Antworten. Soll ich einer Gemeinde beitreten oder nicht? Ist Gemeindemitgliedschaft für einen Christen erforderlich oder freiwillig? Ist die Gemeindemitgliedschaft die Hauptmöglichkeit in Bezug auf Dienst und geistliches Wachstum oder nur eine Alternative unter vielen? Ist Gemeindemitgliedschaft wichtig oder unwichtig? Ist es eine Frage des Gehorsams dem Herrn gegenüber oder eine individuelle Frage für jeden Christen? Was ist mit dir? Was sind deine Überzeugungen bezüglich der Gemeindemitgliedschaft? Bist du dafür oder bist du dagegen? Ist es okay für einige, aber nicht notwendig für andere? Wie würdest du diese Frage beantworten und warum? Und wenn du eine Antwort auf diese Frage hast, mit welchen Argumenten antwortest du? Ist es deine eigene Meinung, die Meinung anderer oder die der Bibel? Ich denke, das ist die entscheidende Frage und mit der Bibel wollen wir uns heute beschäftigen. Was sagt die Bibel zur Gemeindemitgliedschaft? Und ich habe die Predigt mit dem Thema überschrieben, mittendrin statt nur dabei. Gemeindemitgliedschaft, der biblische Weg. Heute wollen wir uns ihr könnt es meine Frau danken, dass es etwas verkürzt ist, denn ich habe wieder etwas mehr geplant als und das wäre wahrscheinlich wieder zu viel. Aber gestern hat sie mich ein bisschen hat sie mir deutlich gemacht, dass es doch zu viel würde. Und wir werden uns mit zwei biblischen Gründen beschäftigen und auf jeden Fall mit der historischen Sichtweise über die Gemeindemitgliedschaft. Und ich möchte, bevor wir mit den biblischen Gründen beginnen, nochmal so einen kurzen Überblick über die historische Sichtweise machen. Gemeindemitgliedschaft, eine historische Sicht. Und zwar Augustinus sagte im 4. Jahrhundert, der kann nicht Gott als Vater haben, der nicht die Gemeinde als Mutter hat. Der niederländische Theologe, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Kuiper, schrieb in den 20er Jahren ein Buch mit dem Titel Der herrliche Körper Christi. Und darin schreibt er über die Wichtigkeit der Gemeindemitgliedschaft und ich möchte euch ein Zitat von ihm vorlesen. Also bevor ich sein Zitat vorlese, das ist auch ein Buch, das sich mit Gemeindemitgliedschaft beschäftigt von Wayne Mack und das hat mich sehr inspiriert und ich werde mich, ihr habt ja schon gemerkt, dass ich auch schon die Fragen daraus entnommen habe, sehr an dieses Buch anlehnen. Ja? Und auch das folgende Zitat kommt aus diesem Buch. Es ist eindeutig, dass es zur Zeit der Apostel eine universelle Praxis war, Gläubige in eine sichtbare Gemeinde aufzunehmen. Es ist möglich, dass aufgrund unüblicher Umstände ein Gläubiger die Gemeinschaft versäumte. Jemand mag vielleicht an Christus geglaubt haben und starb vor der Taufe oder bevor er in die Gemeinde eintrat. Aber diese Beispiele sind Ausnahmen. Die biblische Lehre ist, dass Mitgliedschaft keine Voraussetzung für die Errettung ist, dafür aber eine Konsequenz aus der Errettung. Viele Christen meinen, das einzig Wichtige sei die Mitgliedschaft in der unsichtbaren oder man könnte sagen in der universalen Gemeinde. Also
Genau, den weltweiten Leib Christi. Mitgliedschaft in einer lokalen Gemeinde ist für sie eher von geringerer Bedeutung. In der Schrift finden wir den Begriff Ekklesia, was Gemeinde bedeutet. Und in Verbindung mit diesem Begriff redet die Schrift natürlich im Kontext gesehen über unterschiedliche Arten der Gemeinde. Die Schrift redet über lokale Gemeinde, universale, sichtbare und die unsichtbare Gemeinde. Für alle Begriffe das Wort Ekklesia. Ja? Kurze Erklärung vielleicht zu den Begriffen. Die unsichtbare Gemeinde umfasst laut der Bibel jeden Gläubigen, der jemals in irgendeinem Zeitalter der Kirchengeschichte wiedergeboren wurde. Diese Gemeinde wird bis zur Wiederkehr Christi nicht sichtbar. Die sichtbare Gemeinde besteht aus Gläubigen, die leben und sich im Moment treffen. In einer ähnlichen Art ist die universale Gemeinde keine spezielle Versammlung, sondern umfasst alle Kinder auf der ganzen Welt. Die lokale Gemeinde ist eine Ansammlung von Menschen zum Lobpreis und Dienst in einer konkreten Gruppe von Menschen an einem bestimmten Ort. Herzlich willkommen, wir sind gerade in einer lokalen Gemeinde. Das ist eine konkrete Gruppe an einem bestimmten Ort. Und zu gleicher Zeit treffen sich an anderen Orten bestimmte Gruppen, um Gott anzubeten und ihm zu dienen. Ja? Wenn wir darüber nachdenken, was die Bibel über die Gemeinde zu sagen hat, ist es wichtig zu unterscheiden, ob die Bibel von der lokalen oder der universalen, der unsichtbaren Gemeinde spricht. Das Wort Gemeinde wird im Neuen Testament 110 Mal benutzt. Und es ist aufschlussreich zu wissen, dass 93 von diesen Erwähnungen klare Bezüge zur lokalen Gemeinde aufweisen. Und darüber hinaus wird der Begriff nur 17 Mal dafür benutzt, um von der universalen Gemeinde zu reden. 93 Mal wird von der lokalen Gemeinde gesprochen. Aus diesem Kontext wird klar, dass der Gedanke der lokalen Gemeinde nicht aus der Bedeutung dieser Stellen entfernt werden kann. Wir können aus weit größerer Anzahl von Stellen schließen, dass die Bibel eine ganze Menge über die Wichtigkeit der lokalen Gemeinde zu sagen hat. Wenn man eine gründliche Recherche macht im Neuen Testament, führt es dazu, und das Ergebnis ist, dass es nicht den kleinsten Hinweis gibt dafür, dass es einen Gläubigen gab, der wirklich gerettet oder nicht Teil der lokalen Gemeinde war. Aber nicht Teil der lokalen Gemeinde war. Es gibt nicht den kleinsten, nicht den geringsten Anschein, dass es Gläubige gab, die gerettet waren, aber nicht Teil einer lokalen Gemeinde waren. Also natürlich in Verbindung, dass sie Zeit dafür hatten. Ja? Also nicht, wenn man am Kreuz hing, also bei Jesus, und er sagte, du wirst bei mir sein, da hat derjenige keine Zeit. Aber wenn man die Zeit und die Möglichkeit hat nach der Errettung, war es immer verbunden mit der Mitgliedschaft in einer lokalen Gemeinde. Wir können daraus schließen, dass die Gemeindemitgliedschaft im Laufe der Geschichte ein wesentlicher Teil im Leben eines jeden wahren Gläubigen war. Es reicht für uns nicht aus, dass wir lediglich sagen, wir seien Teil von Gottes universeller Gemeinde oder der unsichtbaren Kirche. Wenngleich wir durch die Kraft der Erlösung Teil dieser Gemeinde sind, müssen wir uns darüber hinaus einer konkreten, einer lokalen Gemeinde verpflichten. Und im Folgenden möchte ich dir einige biblische, oder heute werden wir uns dafür zwei biblische Gründe zeigen, dass Gemeindemitgliedschaft und Mitarbeit in der Gemeinde wichtige Aspekte sind, und zwar für jeden Gläubigen. Und heute werden wir uns genau die ersten zwei dieser biblischen Gründe anschauen, und das ist heute Teil 1. Ja. Wir werden, wenn ich das nächste Mal hier an der Kanzel stelle, uns dann Teil 2 anschauen, noch weitere. Es gibt noch wirklich sehr gute weitere biblische Gründe,
warum man ja, für die Gemeinde Mitgliedschaft. Und die werden wir uns dann beim nächsten Mal anschauen, wenn ich nochmal hier stehen darf. Warum ist es wichtig, für diese Gründe zu kennen? Es ist für Gläubige aus mehreren Gründen wichtig. Und ich nenne euch drei, ja, bevor wir zu den biblischen Gründen kommen. Erstmal, warum ist es wichtig, diese Gründe zu kennen? Wenn du ein Gemeindeglied bist, ist es wichtig für dich, weil du anderen von diesen Gründen erzählen kannst und solche auch überzeugen kannst, Gemeindeglieder zu werden, die es nicht sind, indem du ihnen die biblischen Gründe dafür zeigst. Wenn du kein Gemeindeglied bist, ist es wichtig für dich, diese biblischen Gründe zu erwägen, sodass du deine Meinung, und so hoffe ich sehr, änderst und ebenfalls einer Gemeinde beitrittst. Und schließlich sollte jedes Gemeindeglied zum einen die Privilegien der Gemeindemitgliedschaft erkennen und zum anderen auch die Verpflichtung wahrnehmen, zu der man beim Beitritt in eine Gemeinde gerufen wird. Dass wir wirklich unsere Privilegien und Verpflichtungen erkennen und wahrnehmen. Okay, beginnen wir mit diesen zwei biblischen Gründen. Beginnen wir mit dem ersten Grund. Eine sorgfältige und ernsthafte Betrachtung der Schrift macht klar, dass wir unsere biblische Verpflichtung gegenüber den Ältesten und Pastoren, wie sie in der Bibel dargelegt wird, nicht erfüllen können, wenn wir nicht Teil einer lokalen Gemeinde sind. Das heißt, der erste Punkt oder die erste Begründung, die biblische Verpflichtung eines Christen gegenüber der Ältestenschaft braucht Gemeindemitgliedschaft. Und ich wiederhole noch einmal, weil es so ein langer Satz ist, die biblische Verpflichtung eines Christen gegenüber der Ältestenschaft, also der Leitung der Gemeinde, braucht Gemeindemitgliedschaft. Was sind das für Verpflichtungen? Und dazu schlagen wir endlich mal die Bibel auf und wir schlagen Hebräer, hinten Hebräerbrief auf. Kapitel 13. Ja, Hebräer, Brief Kapitel 13, da werden einige davon erklärt. Vers 7 sagt, in Kapitel 13, Vers 7, da heißt es, gedenkt an eure Führer, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Schaut das Ende ihres Wandels an und ahnt ihren Glauben nach. Oder man kann auch in einer anderen Übersetzung sagen, und nehmt euch ihren Glauben zum Vorbild. Dieser Befehl, unsere Führer und Lehrer zu gedenken und ihren Glauben nachzuahmen, beinhaltet, dass wir sie gut genug kennen, um ihren Glauben und ihren Lebensstil nachahmen zu können. Wisst ihr, wir können den Glauben eines Radiopredigers oder eines Fernsehpredigers, den wir gar nicht kennen, nicht imitieren. Wir hören ihn nur, aber wir kennen sein Leben gar nicht. Ja? Wir können nicht wissen, wie echt der Glaube eines Pastors ist, wenn wir seine Gemeinde nur einmal in 2 Monaten besuchen. Da lerne ich den Pastor auch nicht kennen. Wir können den Befehl in Hebräer 13 nur dann Folge leisten, wenn wir den Pastor regelmäßig treffen, auf seine Worte hören und seine Taten sehen. Es ist notwendig für uns, das Leben des Gemeindeleiters und seinen Glauben sehr gut zu kennen, um festzustellen, ob sein Glaube der Nachahmung überhaupt würdig ist. Lass uns weiterschauen in Hebräer 13. Wir schauen uns den Vers 17 an. Da fordert uns der Herr auf, und ich lese Hebräer Kapitel 13, Vers 17, hört auf eure Führer in der Gemeinde und fügt euch ihren Weisungen. Es ist ihre Aufgabe, über eure Seelen zu wachen. Und sie werden Gott einmal Rechenschaft über ihren Dienst geben müssen. Sorgt also dafür, dass sie ihre Aufgabe mit Freude tun können
anstatt mit Seufzen und Stöhnen, denn das wäre sicher nicht gut für euch. Auch hier sehen wir wieder, dass bestimmte Aufgaben der Ältesten sich auf eine spezielle Gruppe beziehen. Ja? Die Ältesten haben hier die Aufgabe, über die Seelen einer speziellen Gruppe zu wachen. Und wisst ihr, das ist eine unglaublich wichtige Sache, denn sie werden Gott einmal Rechenschaft über diese Seelen, über diesen Dienst abgeben. Den Gläubigen, über die sie zu wachen haben und für die sie Rechenschaft ablegen sollen, wird in diesem Text befohlen, den Dienst ihrer Gemeindeleiter zu einer Freude zu machen. Ja, also ihr am Ende des Verses, da heißt es, sorgt also dafür, dass sie ihre Aufgabe mit Freude tun können, anstatt mit Seufzen und Stöhnen. Richtig? Und das machen sie, indem sie wie kann ich den Dienst meines Gemeindeleiters zu einer Freude machen? Wisst ihr, jetzt seid ihr dran. Ja, vielleicht habt ihr jetzt gar nicht damit gerechnet. Es ist so schön monoton hier. Aber jetzt seid ihr dran. Ja? Also, wie kannst du den Dienst deines Gemeindeleiters zu einer Freude machen? Lasst mal hören, einfach ein paar schöne Gründe. Ich mache nicht weiter, bis ihr was gesagt habt. Also, eine Sache, komm. Ermutigung. Wen ermutigen? Genau, ja, ich sage das nochmal. Wenn wir die Gemeindeleiter auch in ihrem Dienst ermutigen, ja, als Bestätigung für ihn, dass sie einen guten Dienst machen. Was noch? Das macht ihnen Freude, mit Sicherheit. Was noch? Komm, seid mutig. Danke, Matthias, noch einmal. Mitarbeit in der Gemeinde. Ja, dass ich nicht einfach nur da sitze und die Leiterschaft machen lasse, sondern dass ich mitarbeite. Ja, das ist für einen Leiter, macht ihm Freude und das ist ermutigend für ihn. Was noch? Größte Freude ist, wenn ein geistliches Wachstum vorhanden ist. Für die Eltern unter uns, ja. Wie schön ist es zu sehen, wenn die Kinder aufwachsen und an Reife zunehmen und dann Dinge plötzlich können, die er schon seit, was weiß ich, wie lange ihn beibringt und endlich funktioniert das. Das ist doch schön, eine schöne Freude, oder? So ist es auch eine Freude für Gemeindeleiter, wenn man sehen kann, dass das, was gelehrt wird, das, was vorgelebt wird, wirklich dann in den Gemeindemitgliedern auch sich widerspiegelt. Es ist eine Freude für einen Gemeindeleiter, wenn auch die Gemeindeglieder als Vorbilder vorangehen. Ja? Wenn nicht nur er, sondern auch die Gemeindeglieder für andere Vorbilder sind. Wenn sie lernfähig sind oder einfach lernen möchten und so, ja, nicht lernfaul sind. Wenn man korrigierfähig ist, ja, und nicht hier sitzt und sagt, ach, es interessiert mich nicht, was du da sagst, das sehe ich anders. Sondern wo man einfach eine gewisse Demut aufweist und sagt, ja, das stimmt, was er sagt. Und das stimmt, da liege ich vielleicht verkehrt. Und da lasse ich mich korrigieren, denn das ist das Wort Gottes. Wenn die Gemeinde nicht voranläuft und die Gemeinde immer noch sitzen bleibt, sondern wenn man ihm folgt in einer bestimmten Aufgabe oder in einem Dienst, ja. Und wenn man wirklich sich selber vorgeschrieben hat, Christus Ehre zu machen, mitzudienen und sich vor allem den Gemeindeleitern auch, wie Christus auch, unterzuordnen. Das freut einen Gemeindeleiter und das macht ihn wirklich, das versüßt ihn. So eine Gemeinde wäre ich auch Gemeindeleiter. Also das versüßt einfach wirklich den Dienst und so. Ja? Das ist einfach schön, dann da zu dienen. Das macht wirklich Freude. Ja? Wisst ihr, diese Befehle aus Hebräer 13 bringen eine folgende folgenschwere Schlussfolgerung für sie
für die Gemeindemitgliedschaft mit sich. Sie sagen aus, dass die Gemeindeleiter eine klar definierte Gruppe von Menschen betreuen. Diese Befehle machen auch klar, dass die Mitglieder einer lokalen Gemeinde sich damit einverstanden erklären, bestimmte Personen als ihre Leiter anzuerkennen und dass sie in ihren Männer sehen, denen sie gehorchen und denen sie sich unterordnen werden. Diese Verse werden bedeutungslos, wenn es keine formale Bindung und Identifikation zwischen den Leitern und Mitgliedern innerhalb einer lokalen Gemeinde gäbe. Wichtig dabei ist, dass diese Verse Personen dazu aufrufen, ihren Führern zu gehorchen und sich zu unterordnen und nicht allen und jeden christlichen Führer. Und das bedarf ein definiertes und ein inniges Verhältnis von Gemeindeleitern zu Gemeindegliedern. Gehen wir weiter zu Galater 6, Vers 6. Das dürft ihr auch gerne mit aufschlagen. In Galater 6, Vers 6 wird eine weitere Verantwortung gegenüber Leitern einer lokalen Gemeinde beschrieben. Lass uns das zusammen lesen. Galater 6, Vers 6. Jeder, der im Wort Gottes unterwiesen wird, soll auch zum Lebensunterhalt seines Lehrers beitragen. Wisst ihr, es ist nicht möglich für uns, für den Lebensunterhalt von jedem Pastor und Ältesten auf der Welt zu sorgen. Richtig? Und dies wurde auch nicht befohlen, laut diesem Vers. Nicht jeder Pastor und nicht jeder Älteste unterrichtet uns. Als Gläubige sind wir dazu gerufen, uns selbst der Führung bestimmter Leiter zu unterordnen und unsere Anerkennung für ihren Dienst zu zeigen. Wie zum Beispiel auch die Anerkennung auch in dem Fall aus Galater 6,6, in dem wir zum Lebensunterhalt unserer Lehrer auch beitragen. Ja? Auch 1. Timotheus 5,17, auch diese Verse dürfen wir uns aufschlagen, auch diese Verse unterstützen diesen Gedanken. 1. Timotheus Kapitel 5, Vers 17. In 1. Timotheus 5, Kapitel 5, Vers 17, da heißt es, Älteste, die gute vorstehende Gemeinde sind, haben nicht nur Anerkennung verdient, sondern auch den entsprechenden Lohn, besonders wenn sie im Predigt- und Lehrdienst arbeiten. Ja? Die Ältesten oder die Gemeindeleiter, die besonders im Predigtdienst und Lehrdienst arbeiten, haben auch den entsprechenden Lohn verdient. Diese Leiter haben Ehre verdient, ja, und darüber hinaus auch wirklich den entsprechenden Lohn und Unterstützung. Warum? Für ihre Hingabe, weil sie sich wirklich dem Studium des Wortes widmen und wirklich viel Zeit investieren, um dann der Gemeinde eine gute, gesunde Lehre weiterzugeben. Sie mühen sich förmlich ab. Das ist nicht heute jetzt hier zu stehen, so ein paar Blätter in der Hand zu halten und ein paar Gedanken weiterzugeben, sondern das heißt, man sitzt zu Hause und studiert die Schrift und das braucht Zeit und das ist Fleiß und das ist wirklich viel Kopfarbeit, ja? Und eine große Verantwortung, auch hier zu stehen und nicht irgendeinen Quatsch zu erzählen, sondern das, was Gott wirklich sagt in seiner Schrift. Und da mühen sich die Gemeindeleiter, gerade auch Prediger und Lehrer, wirklich ab. Und es ist, wie es hier aussieht für die Schrift, selbstverständlich, dass diese Lehrer von denen ihren Lohn empfangen, für die sie sich abmühen und für die sie sich wirklich hingebungsvoll geben. Ja. Lass uns noch eine Stelle dazu aufschlagen, und zwar 1. Thessalonicher Kapitel 5.
1. Thessalonicher Kapitel 5, die Verse 12 bis 13. Da heißt es: Wir bitten euch aber, liebe Geschwister, erkennt die an, die sich besonders für euch einsetzen und sich im Auftrag des Herrn um euch kümmern und euch den rechten Weg zeigen. Wegen ihrer Mühe sollt ihr ihnen besondere Achtung und Liebe entgegenbringen. Haltet Frieden untereinander. Wow, das ist sind auch gewaltige und herausfordernde Sätze oder ein Vers. Wisst ihr, wir sollen die Gemeindeleiter lieben. Und zwar nicht wegen ihrer tollen Persönlichkeit, die hier vorne stehen und wie sie sich präsentieren, und auch nicht nach unserer Sympathie und so, ja, den finde ich sympathisch, den liebe ich jetzt, den anderen nicht so, sondern wenn ihr in den Vers nochmal reinschaut, Vers 13, wegen ihrer Mühe. Wegen ihrer Mühe, weil sie sich wirklich abmühen und alles geben für diese Gemeinde und für jeden Einzelnen, der hier zu der Gemeinde gehört. Dafür sollen wir sie lieben. Und es ist nicht eine Liebe, wie gesagt, die jemanden sympathisch findet, sondern es ist die Agape-Liebe. Das ist eine Liebe, die bedienungslos ist. Ja? Da sollen wir wirklich unsere Leiter ja wirklich lieben und voll hinter ihnen sein. Ja? Und das ist eine große Herausforderung für uns, ja, als Gemeindeglieder. Einige Worte und Phrasen in diesen Versen belegen klar die Wichtigkeit der formalen Gemeindemitgliedschaft. Und diese Worte sind, die unter euch arbeiten, zum Beispiel unter euch arbeiten und nicht unter allen, die euch vorstellen, ja, euch und nicht allen. Und haltet Frieden untereinander, ja, in einer gewissen Gruppe. Und auch hier wird wieder der Gedanke der Identifikation und Anerkennung und der formalen Beziehung vermittelt. Der Text macht keinen Sinn, außer wenn es eine formale und anerkannte autoritäre Leiterschaft zwischen den Personen und ihren Leitern gibt. In Frieden miteinander zu leben, hat keine Bedeutung, es sei denn, der Text bezieht sich auf Personen, mit denen man sich dauernd trifft. Wisst ihr, es ist nicht schwer, in Frieden mit jemandem zu leben, den man nur gelegentlich, wenn überhaupt, trifft. Es ist demnach klar, dass Gemeindemitgliedschaft wesentlich für jeden Gläubigen ist, weil unsere Verpflichtung gegenüber unseren Ältesten und Pastoren es erfordert. Hier sitzen einige Familien, ja, und ihr werdet mir wahrscheinlich zustimmen, dass es gar nicht so einfach ist, auch wenn man sich liebt, jeden Tag zu versuchen, Frieden untereinander zu halten. Ja? Also wenn ich überlege, wenn ich mich mit einem Freund treffe, den ich vielleicht einmal im Quartal oder im halben Jahr sehe und wir, was weiß ich, eine Unterhaltung führen und dann geht jeder wieder nach Hause, es ist ziemlich einfach da, mit ihm Frieden zu haben. Ja? Man erzählt sich, man versteht sich, man sieht sich nur einmal im Quartal oder im halben Jahr, aber mit meiner Familie, die sehe ich jeden Tag. Ja? Da sind unterschiedliche Individuen, persönliche Persönlichkeiten, die kommen mit ihren Nöten und ja, das ist da wirklich, auch wenn man sich liebt, gar nicht so einfach, wirklich Frieden untereinander zu halten. Oder bin ich der Einzige in meiner Familie? Was denkt ihr? Schon, gell? Genau. Und deswegen ist es auch ein Beispiel für eine konkrete Gruppe, unter der wir Frieden halten sollen. Es ist leichter mit Christen in einer anderen Gemeinde oder auf der anderen Welt, vielleicht jemand kurz telefoniert oder mit ihnen kurz austauscht, Frieden zu halten. Aber hier, in einer bestimmten Gemeinde, ist es gar nicht so einfach. Und wisst ihr, wir haben auch heute von Abraham jetzt über den Pastor aus der Ukraine gehört, Peter heißt er. Und Abraham hat mehr Bezug und einige aus der Gemeinde, auch Stefan, hat mehr Bezug zu ihm, weil sie wirklich auch mindestens 3 Einsätze mit ihm zusammen gemacht haben. Ich habe ihn auch kennengelernt und wir haben schon 2-3 Mal die Zeit mit ihm gereicht und ein tieferes Gespräch, um zu erkennen, dass er Gott wirklich über alles liebt und sich wirklich voll hingibt
Und auch die Menschen, für die er sich wirklich aufopfert. Aber ganz besonders hat mich beeindruckt, ich habe mir nämlich einige Videos von der Beerdigung angeschaut und da waren neben seinem Grab, kamen immer wieder Menschen nach vorne, die erzählt haben, entweder über den Peter selbst, wie er war, oder aus der Beziehung zu ihm und was er für sie getan hat. Und wisst ihr, was ich da am meisten rausgehört habe? Dass Peter ein Lehrer war. Und nicht nur das, sondern immer wieder habe ich rausgehört, Peter war unser geliebter Lehrer. Ja, das muss ja einmal kommen in der Predigt. Ne? Peter war unser geliebter Lehrer. Bin gleich wieder da. Ja, das hat mich sehr beeindruckt. Zu sehen, dass wie sie sich identifizieren. Peter als Leiter, als Lehrer und seine Gemeinde, eine konkrete Gemeinde, dort, nicht hier, dort in der Ukraine, in einem bestimmten Staat, da, wo er gedient hat. Die Leute haben erzählt, dass sie mit ihren Nöten zu ihm kommen konnten, ja. Die Leute haben erzählt, wie sie mit ihm gedient haben. Genau, und diese wichtigen Worte, dass er ihr lieber Lehrer war, das ist mir hängen geblieben. Und das zeigt und unterstützt einfach nochmal diesen biblischen Grund, dass Gemeindemitgliedschaft unglaublich wichtig ist. Dass es keine andere Möglichkeit gibt. Kommen wir zu dem zweiten Punkt. Ein weiterer Grund darauf zu bestehen, dass jeder Christ Mitglied einer lokalen Gemeinde sein sollte, bezieht sich auf die gesamte Angelegenheit der Ordnung der Gemeinde. Also es geht jetzt hier auch um die Ordnung der Gemeinde. Auch die Ordnung der Gemeinde benötigt Gemeindemitgliedschaft. Inwiefern? In 1. Korinther 14, 14, das braucht ihr nicht aufzuschlagen, aber da befiehlt Paulus, dass alle Dinge in der Gemeinde anständig und ordentlich zugehen sollen. Demnach ist Gemeindemitgliedschaft notwendig für eine geordnete Verwaltung der Gemeinde. Heute haben wir gehört über den gestrigen Spielenachmittag. Wisst ihr, auch da haben Gemeindeglieder, die hier verbindlich zur Gemeinde gehören, einen guten Dienst geleistet. Ja, die einen haben eingeladen, die anderen haben Kuchen vorbereitet, die anderen haben sich um die Gäste gekümmert, die anderen haben gebetet. Das ist nur ein Beispiel, wie das funktionieren kann in einer Gemeinde. Ja, das ist mit Ordnung. Ja, wir wissen einfach, wen haben wir und wer kann was tun. Oder beim Frauenfrühstück, da staune ich auch immer, ja, dass hier oder woanders immer der Raum voll ist. Und es ist alles so ein Gewusel, aber irgendwie funktioniert das. Es ist doch irgendeine Ordnung da, weil diejenigen, die Musik machen, die wissen das. Ja? Dann gibt es jemanden, der einen Vortrag hält, der die Durchleitung macht. Dann gibt es Haufen Frauen, die dann, was weiß ich, für Kuchen und verantwortlich waren. Dann gibt es Begrüßungsteam, dann gibt es viele, viele, die einfach zusammen arbeiten, die aus einer Gemeinde sind. Alles andere sind Gäste. Die machen nichts, die kommen einfach und genießen. Ja, und die wissen gar nicht, was da im Hintergrund so läuft. Oder hier so ein Gottesdienst. Einer steht hier, hier stehen einige, die Musik machen. Da hinten sitzt Salomo, ja, der für die Technik verantwortlich ist. Aber auch viele Dienste, die im Hintergrund laufen, während der Woche, wo zum Beispiel Stefan und David die ganzen Dinge sammeln für die Ukraine und auch alle anderen oder einige anderen Brüder. Ja, das ist jetzt nur einige Namen genannt, aber ich könnte ja wirklich jeden Gemeinde aus der Gemeinde nennen, der irgendwas tut, bis hin zum Gebet, von dem wir gar nichts sehen,
was aber unglaublich wichtig ist, für all die Dinge und für alle Menschen zu beten. Also es gibt eine Ordnung in der Gemeinde und die resultiert eigentlich daraus, dass man Gemeindemitglied ist, dass man weiß, wer gehört dazu. Ja? Berücksichtigen wir einige der Dinge, die die Schrift den Ältesten zu tun befiehlt, so wie zum Beispiel das Wachen über die Seelen der Gläubigen, haben wir jetzt schon im Hebräer 13, 17 angeschaut, dann wird klar, dass Älteste nicht über die Seelen aller Gläubigen auf der Welt wachen können. Die Ältesten sind verantwortlich, auf die Seelen derjenigen zu achten, die zur speziellen lokalen Gemeinde gehören. Über die Ältesten eingesetzt wurden, um diese zu überwachen. Die können gar nicht über alle Seelen wachen, schon gar nicht in der Stadt hier, ja, sondern wirklich nur über eine spezielle Gruppe. Ja. Und auch dafür brauchen wir nicht nur einen Ältesten, sondern mehrere Gemeindeleiter, die dafür verantwortlich sind. In 1. Timotheus 3, 1-7 legt Paulus Qualifikationen für die Ältestenschaft dar. Eine dieser Qualifikationen ist, dass ein Mann seine Familie gut vorstehen muss. Denn wenn aber jemand seinem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? 1. Timotheus 5, 17 sagt, dass Älteste gerufen sind, und diesen Vers haben wir auch schon angeschaut, um gut vorzustehen. Diesen Begriff nehme ich da nochmal raus, um gut vorzustehen. Die Ältesten sind dafür gerufen. Wenn ein Mann der Gemeinde genauso gut vorstehen und sie leiten soll wie seine Familie, dann muss er diese, denen er vorstehen soll, so auf Ängste kennen, wie er seine Familie kennt. Paulus gab uns noch eine weitere Einsicht in die Rolle des Ältesten in der Gemeinde. In 1. Petrus Kapitel 5, 1-2 befiehlt der Apostel Petrus den Ältesten, die Herde Gottes zu hüten, indem ihr Aufsicht übt. Lass uns diese Verse nochmal anschauen. Ja? 1. Petrus Kapitel 5, lass uns das zusammen aufschlagen. Erster Petrusbrief, Kapitel 5, die Verse 1-2. Als Mitältester, hier spricht ja Petrus, wende ich mich jetzt an eure Gemeindeältesten, weil ich sowohl Zeuge vom Leiden des Messias bin, als auch Teilhaber an seiner Herrlichkeit, die bald erscheinen wird. Und jetzt kommt die bedeutende Stelle. Sorgt gut für die Herde Gottes, die euch anvertraut ist. Tut es nicht, weil ihr euch dazu gezwungen fühlt, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt. Hütet sie aber nicht, um euch Vorteile zu verschaffen, sondern weil ihr dem Herrn dienen wollt. Vers 2 am Anfang lese ich nochmal. Sorgt gut für die Herde Gottes, die euch anvertraut ist. Wisst ihr, eines der Dinge, die uns die Bibel über die Hirten beibringt, ist, dass sie ihre Schafe kennen müssen. Ja, wenn wir schon das Bild nehmen, das Bild der Herde, wenn die Bibel dieses Bild nimmt, dann zeigt sie auch, dass die Hirten, lehrt sie uns auch, ihre Schafe kennen. Der Herr Jesus, der wahre Hirte, sagte einmal, ich kenne die Meinen und bin den Meinen bekannt. Und das steht in Johannes 10, Vers 14. Älteste als Unterhirten des Herrn Jesus Christus sind verantwortlich, den Dienst von Christus unter den Seinen wiederzuspiegeln und weiterzutragen. Um dies tun zu können, müssen sie wissen, für wen sie verantwortlich sind. Es ist für einen Ältesten unmöglich, für alle Gläubigen Leiterschaft auszuüben. Er muss imstande sein, seine Zeit und Energie auf eine bestimmte Gruppe von Menschen zu fokussieren, die sich selbst offiziell dazu verpflichtet haben, von ihm beaufsichtigt zu werden. Ich lese noch ein Zitat von Eric Lane.
der auch wirklich wichtige Dinge dazu sagt. Eric Lane sagt, die Gemeinde wird in der Bibel manchmal mit einem Körper verglichen, manchmal mit einer Familie oder einem Haushalt, manchmal mit einem Königreich und manchmal mit einer Armee. Damit jeder dieser Organismen richtig funktionieren kann, ist eine gewisse Art der Ordnung vonnöten. Und dasselbe gilt für die Gemeinde. Die Gemeinde ist nicht einfach eine lose Verbindung einzelner Individuen. Sie ist eine eng verstrickte Struktur wie der menschliche Körper und bedarf daher der richtigen Organisation. Für diese Ordnung muss sie genau wissen, wer dazu gehört. Eine Familie, die sich zu Tisch setzt oder die Türen abends verschließt und nicht weiß, wer dazu gehört und wer nicht, würde ein extrem seltsames Phänomen sein, oder? Wenn ihr als Familie nicht wisst, wer eigentlich zu der Familie gehört oder nicht. Ja? Plötzlich sitzen ein paar Kinder mehr am Esstisch und ihr wisst nicht, gehören sie jetzt dazu oder nicht? Also, ja? Das ist komisch, sowas gibt es nicht eigentlich. Ne? Die Eltern wissen schon, wer ihre Kinder sind. Wenn die Gemeinde eine wahre Familie und eine effektive Streitkraft sein soll, muss sie unbedingt genau wissen, wer zu ihr gehört. Sie muss wissen, wer zu ihrer Familie genau gehört. Ja? Kommen wir jetzt zum Abschluss der Predigt. Ist Gemeindemitgliedschaft wichtig? Sollte sie es als ein lebenswichtiger Teil im Leben eines jeden Gläubigen betrachtet werden? Oder ist sie nur eine Frage der persönlichen Vorliebe? Die Wahrheiten, die in diesen zwei Punkten präsentiert wurden, führen zu einer einzigen Antwort. Gemeindemitgliedschaft ist keine nebensächliche oder optionale Frage für einen Christen. Es ist eher ein wichtiger und wesentlicher Aspekt des christlichen Lebens. Laut Aussagen der Heiligen Schrift bringt diese Mitgliedschaft enorme Privilegien mit sich, aber auch ernsthafte Verantwortung, die in keiner anderen Weise erfüllt werden kann. In 1. Timotheus 3, Vers 15 nennt Paulus die Gemeinde das Haus Gottes, welches die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Wie können wir, wenn wir die Bedeutung dieser Worte wirklich verstanden haben, noch denken, dass Mitgliedschaft in seinem Leib optional ist? Ich glaube nicht, dass es irgendeinen biblischen, gerechtfertigten Grund gibt, nicht einer Gemeinde beizutreten, die das Wort Gottes im Glauben predigt und in einer von Gott gegebenen Art und Weise funktioniert. Schon vor 100 Jahren schrieb der große Prediger Charles Spurgeon über die lokale Gemeindemitgliedschaft. Das ist das letzte Zitat und dann gibt es nur noch ein paar abschließende Worte. Aber dieses Zitat lese ich euch nochmal vor, das ist wirklich gut. Ein Zitat dazu von Charles Spurgeon. Ich weiß, dass da einige sind, die sagen, ich habe mich selbst dem Herrn hingegeben, aber ich habe nicht vor, mich selbst irgendeine Gemeinde hinzugeben. Ich sage, warum nicht? Und sie antworten, weil ich ein genauso guter Christ ohne Gemeinde sein kann. Ich sage, wie bist du dir da sicher? Kannst du ein genauso guter Christ sein, indem du den Geboten des Herrn ungehorsam bist? Als wenn du ihnen gehorchen würdest? Da ist ein Ziegelstein. Wofür wurde der Ziegelstein gemacht? Er wurde gemacht, um in ein Haus eingebaut zu werden. Es hat keinen Nutzen zu sagen, dass dieser Ziegelstein genauso gut ist, während er auf dem Boden herumgetreten wird. Genau genommen ist der Ziegelstein zu nichts nütze, wenn er nicht im Haus eingebaut ist. Ich ermahne dich dringend, wenn du ein Christ bist und mit diesem Thema kämpfst, die Schrift gründlich für dich selbst zu prüfen. Denke ernsthaft über die Gründe nach, die wir bezüglich der Wichtigkeit der Gemeindemitgliedschaft
heute betrachtet haben. Bedenke ihre Vorteile und ihre Verantwortung. Ich bin überzeugt, dass wenn du das mit einem wirklich offenen und demütigen Herzen tust, du zu der Überzeugung gelangen wirst, dass Mitgliedschaft in einer lokalen Gemeinde für einen Christus keine optionale Entscheidung ist. Und wenn du bereits Mitglied einer bibeltreuen Gemeinde bist, ermutige ich dich, aufmerksam über deine Vorrechte und über deine Verantwortung nachzudenken und dich selbst der Erfüllung des Zwecks, für den du gerettet wurdest, zu widmen. Uns wurde eine große und herrliche Aufgabe anvertraut, die Gemeinde Christi zu bauen. Und wir dürfen es nicht leichtfertig nehmen. Jetzt liegt es an uns, uns selbst formal und verbindlich in eine lokale Gemeinde unseres Herrn einzugliedern und uns mit ganzer Hingabe daran zu machen, die besten Gemeindeglieder zu werden, die wir sein können. Der Herr möge uns dabei helfen. Amen.